Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Fantasy VII Rebirth. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und natürlich erstmal danke für eure Unterstützung auf die ersten beiden Videos. Wenn ihr Bock habt auf mehr, wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, könnt ihr das gerne und kurz mit einer kleinen Bewertung, Freunde. Das hilft schon kräftig weiter. Danke dafür. Schauen wir doch mal, was hier abgeht, wa? Keine Spur von Shinra. Ja. Eine Anlegestelle der Alten Republik. Haben die Sümpfe früher wohl mit Booten überquert. So, und Junon liegt also gleich hinter den Minen? Ja, ich bin mir sicher. Die Boote bringen uns aber nichts. Wir könnten es probieren. Lieber nicht. Na dann, Badehosen raus! Aufgepasst! In den Sümpfen lebt der Midgard-Soma. Guckt. Aber auf dem Rücken eines Chocobos sind sie sicher. Also, leihen Sie sich jetzt bei uns einen Chocobo. Für Reservierungen wenden Sie sich an Bill. Cool. Leihen wir uns welche? Haben fast keine Wahl. Genau. Oh. Sieht so aus. Tja, zufälligerweise steht auch da das Schild, wa? Tja. Tja. Liegt hier sonst noch irgendwie was? Anscheinend nicht. Ah, doch, hier, das nehmen wir nochmal ganz kurz mit. Ich müsste auch auf jeden Fall nochmal die. Oh, was ist das? Die Ausrüstung abchecken eigentlich. Aber habe ich noch nicht gemacht. Ah, da liegt auch noch was. Oh, Piece of Candy. Oh, a piece of candy. Was geht da hinten ab? Na gut. Lassen wir es. Okay, ja, ist klar. Das hier in dem Gebiet. Ah, da hinten. Seht ihr? Dass hier irgendein Boss wartet im Sumpf. Ich dachte, wir suchen nach Chocobos. Ja, tun wir doch auch. Ich meine, mir muss es nicht sagen. Chocobos sind die besten. Auch coole Atmosphäre hier im Sumpf, finde ich irgendwie. Direkt ein ganz anderes Feeling, ne? Ja, schon wieder die scheiß Beutelratte, ey. Warum, die machen nur Platz. Dann übernimm. Wurde schon ungeduldig. Wie schmeckt dir echt so nach? Unten bleiben, Abschaum. Komm schon. Nachladen! Nachladen! Los, 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 Barret! Genau da gehörst du hin. Verzieh dich! Wie schmeckt dir der? Ah, das ist Scheißvieh, ey! Das gibt's doch nicht! Übernimm mal! Da geht noch was! Zack, Junge! Zack, zack, zack! Ey, der heilt ja auch noch, oder was? Zack, zack! Die geht gut ab, wa? Die geht gut ab! Das war's. Nice. Ah, es ist chillig, ey. So, lass mal ganz kurz auf die Map schauen. Okay, hier vorne. Es ist schon, wow. Obwohl, es noch überschaubar von der Größe, ne? Leider kann man, ah doch, man kann noch weiter rauszoomen. Das wird jetzt die komplette Map sein? Graslandregion. Guck mal, wie präsent diese Kartenmissionen sind, war, dass es hier sogar in eine Übersicht angezeigt wird. Das, anscheinend sind die sehr stolz auf ihr Spiel, wa? Aber, ja, gut. Wie gesagt, bisher macht Spaß, aber ich freue mich eher auf den Gold Sorcerer, ne, was du da alles so machen kannst. Da hat man ja auch schon einen kleinen Ausblick bekommen in den ganzen Trailern. Ich meine allgemein, wie auch schon zu Final Fantasy 16 haben sie ja hier eine riesen Kampagne gestartet mit 5000 Trailern und 5000 Gameplay und 5000 Interviews und 5000 dies und 5000 das. Aber gut,
Kann man auch verstehen. Also das Spiel muss ein Erfolg werden. Ich habe das auf jeden Fall so gelesen, dass wenn das jetzt kein Erfolg wird für die, dass es problematisch aussieht, sag ich mal. Weil es ist natürlich ein absolutes Riesengame, was dick Kohle kostet auf jeden Fall. Und wenn das floppen würde, das wäre natürlich nicht so gut, ne? Verschwende! Na, endlich! Endlich mal die Fanfare. Ja, muss man auch bedenken, so, ja. Wie lange ist es in Entwicklung gewesen jetzt, das Spiel? Dann muss es knallen, wa? Also gerade solche großen Spiele, die werden immer teurer, die werden immer aufwendiger, die müssen dann auch knallen. Die müssen dann auch knallen, ne? Ist halt so, ne? Und mal schauen, ob wir überhaupt den dritten und abschließenden Teil auf dieser Konsolengeneration noch bekommen. Ist auch mal eine realistische Annahme. Eine interessante Frage, realistische. Was wäre das denn für Quatsch? Interessante Frage, weil, wer weiß. Also, 4 Jahre wird es mindestens dauern. Ob dann noch die Konsolengeneration am Start sein wird? Weiß nicht, dann ist sie ja auch schon 8 Jahre alt. Könnte sein. Vielleicht so ein Cross-Gen-Titel. Und jetzt oder nie? Mensch, diese scheiß Beutelratte, ey. Soll ich den mal analysieren? Ich weiß nicht. Machen wir gleich. Warte, wenn die Leiste voll ist. Und er noch lebt. Bin mal so frei. Ja. XP gibt's 29. Hui. Ungeheuerhaut. Na gut, alles klar. Mach weg die Scheiße. Das bringen wir hinter uns. Das erste nicht schlecht. Das erste nicht schlecht. Warum kommen die anderen beiden eigentlich erst, wenn er kurz vorm Tod ist? Ich muss aber auch sagen, irgendwie, ich finde diese Dinger richtig geil, Alter. Ich finde die irgendwie geil. Irgendwie ist es so richtig ländlich, aber dann dieser Kopf der Windmühle sieht irgendwie so mechanisch aus. Irgendwie hat das irgendwie einen geilen Style, ey. Mich erinnert das an irgendwas auch, ey. Ich weiß nicht, ich komme nicht drauf. Ich glaube, irgendein Manga oder so. Naja, egal. Und mal schauen. Also mal schauen, was Square Enix noch im Petto hat. So, ich denke mal, der nächste Riesenkracher-Titel müsste ja dann Kingdom Hearts 4 sein, eigentlich, oder? Was meint ihr? Das müsste ja der nächste Teil sein. Der kommt dann wahrscheinlich nächstes Jahr, würde ich schon mal schätzen, ja? Vorher müsste doch bestimmt ganz gut rein, oder? Nice. Komm raus hier! Verdammter Maulwurf, du! Das war's! Auf die Trail! Barret Schockschuss! Ein Barret Spezial! Yes. Genug? Ich bin Haracke! Haracke! Keine große Sache. So sieht's aus. Das sieht, bei diesem schwarzen Teil, fehlt da drunter noch was? Seht ihr das? Das sieht so aus, als wenn es in der Luft hängt. Ich lasse mich aber auch schon wieder ablenken, ey. Geh erstmal zum Ziel, Erstmal zum Ziel jetzt. Komm. Zu Bills Farm. Chocobo Farm. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal eine Mission machen, dass wir es uns verdienen, dass wir mit Chocobos reiten können und unterwegs sein können und so. Warte. Materialien nehmen wir natürlich mit. Habt mich schon gefragt, wann ihr kommt. Ich begrüße euch herzlichst auf meiner Farm. Läuft denn der Wagen wieder? Schnurrte wie ein Kätzchen, kaum dass ihr fort wart. Wollte sich von euch wohl nicht abhängen lassen. So, was gibt's? Ach, ich weiß. Ihr braucht bestimmt Chocobos. Allerdings. Wir wollen mit ihnen die Sümpfe überqueren. Da seid ihr bei mir genau richtig. Früher gab es hier ja mal ein ausgebautes Verkehrsnetz, aber wie ihr wisst, sind diese Zeiten leider vorbei. Doch wir haben das nächstbeste, Chocobos.
Für die Sümpfe gibt es nichts Zuverlässigeres. So, meine Damen. Ratet mal, wie genau die Chocobos quasi über die Sümpfe hinwegschweben. Nun, ja. Dank ihrer Federn treiben sie auf dem Wasser und mit ihren kräftigen Beinen paddeln sie schnell wie der Wind. Mit ihnen kann selbst der Midgardsomer nicht mithalten. Darauf könnt ihr euch verlassen, liebe Freunde. Na, was ich damit eigentlich sagen will? Zum Überqueren der Sümpfe kommt man an Chocobos nicht vorbei. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Können Sie uns welche leihen? Sicher doch. In dem Stall dort hinten findet ihr meinen Enkel Billy. Der kann euch mehr sagen. Okay. Ja, habt ihr eine Frage? Mein Enkel Billy ist in dem Stall dort hinten. Er kann euch mehr darüber sagen. Der Midgardsomer ist eine monströse Schlange, die weit über 10 Meter lang werden kann. Und in den hiesigen, er spürt die Anwesenheit von Lebewesen in seinem Revier, schleicht sich vollkommen geräuschlos an sie heran und überwältigt sie mit einem Hieb seines Schwanzes. Doch mit dem Tempo eines Chocobos kann er es nicht aufnehmen. Aber ich erzähle hier nichts Neues. Ihr auch, das sehe ich euch an den Nasenspitzen an. Habe ich recht? Wenn es etwas gibt, womit ich mich auskenne, sind es Chocobos und Menschen. Okay. Danke. Okay, alles klar. So. Was gibt's hier denn jetzt? Kissen. Gilt es jetzt einfach für alle in dem Gebiet hier, alle Automaten? War ja bei dem anderen auch das Kissen, ne? Tja, Barrett. Was können wir denn hier holen, ne? Visionssynthese mit Red. Doppelt hält besser. Ja, das ist halt auch immer so eine Sache, wa? Ja, du kannst es austesten, aber wenn du es nicht willst, kannst du es wieder zurücknehmen. Ja, aber wenn du die Sachen willst, musst du die ja kaufen, ne? Also, machen wir das. Blitzimpuls. Warum gibt's denn hier kein Bild? Na gut. Nehmen wir es einfach. Mehr Schaden ist aber gut. Was haben wir hier bei Tifa? Oh yeah. Okay, warum ist da jetzt Barret zu sehen? Okay. Nehmen wir erhöhten Schaden Spezialfähigkeiten um 5%. Was haben wir bei Red? Geil, Mann. Nehmen wir. Einfach mal erstmal nehmen hier, weißt du? So, Aerith. Gewährt Schutz durch einen Gefährten. Ja, nehmen wir. Erhöht das MP-Maximum um 3. Nehmen wir. Was können wir denn mit Cloud noch holen? Erhöhter Schaden durch Schwertwirbel. Nehmen wir. Let's go. So. Wie süß! Du süß! Sind sie doch, oder? Jetzt mal ernsthaft, Mann. Warte kurz, Billy. Eisenerz haben oder nicht haben. Ja, hallo? Wegen dem Schild. Wir brauchen ein paar Chocobos. Ah, da habt ihr Gruftis aber Pech gehabt. Gruftis? Oh. Wir haben gerade keinen einzigen Chocobo zum Verleih. Hier stehen doch welche rum. Die können entweder nicht geritten werden oder sie sind reserviert.
Aber hey, wenn ihr mich bezahlt, dann kann ich vielleicht was drehen. Bin ja kein Unmensch. Und wie viel? 100.000 Geld. Tut uns leid. So viel Geld haben wir leider wirklich nicht bei uns. Oh, in dem Fall hätte ich eine Info für euch. Für schlappe 1.000 Geld. Ich nehme euch doch nur auf den Arm. Für eine hübsche Dame in Nöten ist's umsonst. Also, vor einer Weile ist einer unserer Chocobos getürmt. Inzwischen ist er sicher schon ganz wild. Wenn ihr den wieder einfangen könnt, dann überlasse ich ihn euch. Wirklich? Sein Name ist Pico. Er ist ein ziemlicher Dickkopf. Ich hätte eigentlich wissen sollen, dass er abhauen würde. Hä? Irgendwie erinnerst du mich an ihn. Sucht am besten nach seinen Fußspuren. Wenn ihr die findet, kann Pico nicht weit sein. Wilde Chocobos können ziemlich scheu sein. Wenn ihr euch unbemerkt heranschleicht, solltet ihr ihn aber problemlos einfangen können. Okay, vielen Dank. Und eine letzte Sache noch. Die Infos waren umsonst. Aber dafür müsst ihr was bei uns im Laden kaufen. Er wird von meiner Schwester geführt. Sie zeigt euch alles. Gar nicht schlecht, Kleiner. Wenn ihr unseren kleinen Ausreißer habt, kommt ruhig nochmal hier vorbei. Dann gebe ich euch Tipps zum Reiten und zur Pflege. Okay, klingt doch fair. Klingt doch fair. Was ist denn jetzt los? Mensch, tiefer, also wirklich. Diese Randalie. Stab der Ewigkeit. Okay. Ich entschuldige mich für meinen Bruder. Er hat nichts als Geld im Kopf. Er macht nur seinen Job. Wir verstehen das. Ja, das stimmt. Aber es ist schlimmer geworden, seit Mama und Papa nicht mehr da sind. Oh. Sagt mal, kommt ihr aus Midgar? Genau, aus den Slums dort. Dann kennt ihr Chocobo Sam? Kennen würde ich nicht sagen. Wir hatten mal mit ihm zu tun. Wisst ihr, wo er jetzt ist? Vermutlich in den Slums von Sektor 6. Auf dem Wald. Versuchst du, ihn zu finden? Vielleicht. Ich weiß nicht genau. Er ist schuld daran, dass Mama und Papa nicht mehr da sind. Chloe, das geht unsere Kunden nichts an. Ich dachte doch nur... Behaltet die Sache bitte für euch. Sam ist eine wichtige Größe in der Chocobo-Branche. Wenn wir Gerüchte über ihn verbreiten, macht er uns kalt. Keine Sorge. Unsere Lippen sind versiegelt. Ah, ihr wollt Pico einfangen, oder? Versucht ihm das hier zu geben. Pico liebt dieses Gemüse über alles. Vielleicht erinnert es ihn an uns und er kommt zurück. Gut, dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Mein Bruder hat zwar gesagt, dass ihr unbedingt etwas kaufen müsst, aber tut das wirklich nur, wenn euch etwas gefällt. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich tausche auch Goldfedern gegen Chocobo-Ausrüstung um. Wenn ihr welche habt, bringt sie also gerne her. Chloe verkauft in ihrem Laden auf der Chocobo-Farm Accessoires für die gelben Reitvögel. Die Accessoires sind... Accessoires kannst du mit Goldfedern erwerben. Diese Federn erhältst du zum Beispiel, wenn du Chocobo-Haltestellen wieder instand setzt. Was haben die denn? Majoran. Nee. Dann viel Glück mit Pico. Danke, machen wir. Wir holen ihn schon zurück. Trotzdem müssen wir einmal ganz kurz hier oben gucken, ob hier irgendwas ist. Yes, yes, yes. Eine Mokri-Medaille. Nice. Okay, gut, gut, gut. Na gut, dann suchen wir mal diesen Piepmatz. Haltet Ausschau nach seinen Fußspuren. Ja, ja. Dann suchen wir mal den Piepmatz. Oh, geil, ey. Ich feiere den Sprecher so sehr, Mann. Ja. Ob hier noch irgendwie was ist? Naja, wahrscheinlich. Gut, lass mal schauen. Wo ist es? Oh, 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 oh.
Achso, ich dachte schon. Warte mal. Ne, wo ist denn der? Ernsthaft jetzt? Wahrscheinlich einfach nur erstmal in die Richtung laufen, ne? Und dann passiert es schon voll automatisch. Ja, nicht sein, dass es hier ganz unten ist, ne? Nee, wahrscheinlich wirklich nur in die Richtung. Ja. Ich habe nämlich jetzt schon wieder. Warte mal. Hat der Junge genau gesagt, wo der ist? Hat er wahrscheinlich, ne? Hab ich schon wieder. Ich hab von einem eigenen Schokobo geträumt. Sorry, ey, wenn ich dann schon wieder das verpeilt habe. Wir werden es schon finden. Die Frage ist, die ich mir jetzt stelle, ob sich das. Ich meine, grundsätzlich lohnt sich das schon, aber so zeitmäßig, zeitaufwandmäßig, ob sich das lohnt, immer wieder ein paar random Kämpfe mit reinzustreuen. So ein bisschen, weißt du? Ich meine, Leveln ist immer gut. Gerade in Hinsicht auf die Schlange, die wir besiegen wollen. Ne? Da ist der. Da ist er doch schon. Okay, komm. Klasse! Das ging noch schnell. Jetzt müssen wir ihn nur noch schnappen. Ich? Leise jetzt. Ein Jäger muss sich seiner Beute so unauffällig wie möglich nähern. Jäger? Ich dachte, wir freunden uns mit ihm an. Stimmt. Na, nähere dich Pico, ohne dass er oder die anderen Chocobos dich bemerken. Falls sie arg gewünscht werden, kannst du dich per Kreis mit einer Ausweichrolle schnell aus dem Staub machen. Außerdem hast du die Möglichkeit, herumliegende Steine aufzuheben. Und mit L1 plus Viereck zu werfen, um den Chocobus abzulenken. Okay. Ist hier denn irgendwo ein Stein? Können wir die da hinten warten? kriegt er das mit, wenn ich hinter dem ist? Nein, oder? Pico! Oh, was ein Riesenstein! Ganz ruhig! Jawohl! Das ist so geil. Süß. Es stimmt. Er ähnelt ihm. Was ist? Was will er? Ich glaube, er hat immer noch Hunger. Tut mir leid. Wir haben nichts mehr. Aber daheim auf der Farm, da gibt's Futter. Oh. Er scheint tatsächlich zurück zu wollen. Ihm nach! Die Musik dabei! Oh Mann, ey. Ich dachte mir aber auch so, wie die Mädels bei dem dran war und dann kommt die Musik so. Das war so ein bisschen, weiß nicht. Ich bin jetzt der neue Playboy hier oder was? Oh Mann, ja. Der kleine Piepmatz, ne? Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ist schon wieder, ja. Hab ich
das nicht gerade eben mitgenommen? So, okay. Gut. Pico, wo bist du? Da ist schon reingerannt. Picos Heimkehr. Ah, da ist er doch. Da ist er ja. Hattest wohl Heimweh, was? Geht's dir jetzt besser? Nicht ein Kratzer. Sieht gut aus. Besser als zuvor, muss ich sagen. Können wir los? Pico ist ziemlich hungrig und hat deswegen schlechte Laune. Wenn er erstmal gefressen hat, beruhigt er sich aber schnell wieder. Dann sollte es gehen. Guter Junge. Ich bereite alles für euch vor. Wartet doch so lange draußen. Ich find die Musik so geil gerade irgendwie. Oh nein. Achso, ich dachte schon. Ach, der. Ja? Ich bin es. Chadley. Du hast mich doch nicht vergessen, oder? Ausgezeichnet. Noch einmal vielen Dank für all die Kampfberichte. Das hat mir sehr geholfen. Dank dir konnte ich unterschiedlichste Materia synthetisieren. Ich registriere ein Gefühl der Verwirrung. Du fragst dich, was ich hier will. Ich bin ein von Professor Hojo erschaffener Cyborg. Eure Emotionen zu lesen ist ein Kinderspiel für mich. Nun, ich habe mir ein Beispiel an euch genommen und Midgar verlassen. Denn ich habe beschlossen, die Welt zu sehen. Cloud, in dieser Sache habe ich auch gleich eine kleine Bitte an dich. Du willst mehr Kampfdaten, oder? Scharfsinnig wie immer. Ich bin beeindruckt. Doch zuerst müssen wir die Funktürme aktivieren. Sie wurden einstmals von der Republik Junon errichtet, doch dann von Shinra beschlagnahmt. Genutzt hat Shinra die Türme allerdings nie. Daher will ich sie mir nun schnappen. Je mehr dieser Türme wieder in Betrieb sind, desto leistungsfähiger werde ich. Und desto mehr Gebiete kann ich erfassen. Ich könnte ein Kommunikationsnetzwerk außerhalb von Shinras Reichweite errichten. Hilfst du mir? Es hätte auch für dich sicher große Vorteile. Ich sehe, was ich tun kann. Ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Lass uns gleich anfangen. Sieh mal, dort drüben ist schon der erste Funkturm. Hiermit kannst du ihn einschalten. Komm schon, ich zeige dir, wie es funktioniert. Tja, Leute, wir haben Türme. Naja, gut. Guck mal, wie schnell das nachwächst hier, die ganzen Materialien. Warte kurz, Chadley, warte. Also so kann man einem Spieler natürlich auch das deutlich machen, du läufst in die falsche Richtung, du läufst in die falsche Richtung. Achtung, Achtung. Cloud! Mann, ey! Ein Meter davor, du Sau, du, ey. Du gönnst es mir nicht. Hier ist es. Aktivierung bestätigt. Gut, beginne mit der Analyse der Graslande. Ich suche das Gebiet nach Rohstoffen und einheimischen Kreaturen ab. Leute, man kann es gerade nicht so fassen, ne? Auf Grundlage der Daten habe ich neue Aufträge für dich entwickelt, Cloud. Ich nenne sie Weltberichte. Wow. Also typischer Open World geht es. Es geht nicht typischer als das. Auch mit den Symbolen, die dann auftauchen, nachdem du einen Turm aktiviert hast.
Willkommen bei Ubisoft 2010. Na gut, ist jetzt, ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber es ist halt natürlich, weißt du, ist jetzt auch nichts Besonderes. So, Weltberichte. Shetley speist Informationen aus der ganzen Welt in seine Datenbank ein und entwickelt auf Grundlage ihrer Auswertung unter anderem neue Materie oder Programme für den Kampfsimulator. Hilf ihm dabei, indem du seine Mission erfüllst und den Analysefortschritt in den einzelnen Regionen vorantreibst. Neue Forschungsaufträge erhältst du, wenn du einen Funkturm aktivierst. Sobald du einen entdeckst, kletterst du am besten direkt hinauf. Oh Gott, ey. Ich bin so gespannt, was sie noch zu bieten haben in der Open World, wa? Weil bisher ist es wirklich super, super. Also es ist ein geiles Spiel bisher ist, aber man muss ja realbam. Es ist total 0815, ne? Ich möchte dich bitten, auf deiner Reise eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen, Cloud. Auf Grundlage der so gewonnenen Daten wird es mir möglich sein, neue Materia zu entwickeln. Du wärst also so etwas wie mein Forschungspartner. Hast du noch irgendwelche Fragen, die du mir stellen möchtest? Indem du Informationen sammelst, lieferst du mir die notwendigen Daten, um neue Materia zu entwickeln. Mein Erfolg hängt also ganz von dir ab. Auf weiterhin produktive Zusammenarbeit. Hast du irgendwelche Fragen zu... Die Funktürme wurden von der Republik Junon errichtet. Das Ziel war es, das Wissen der Menschen über den Planeten zu erweitern. Die Türme sammeln Daten zu Energieströmen, was uns Aufschluss über Orte von wissenschaftlichem Interesse gibt. Oft kann man dort seltene Reliquien oder Naturphänomene finden. Solltest du auf einen Funkturm stoßen, aktiviere ihn daher bitte. Ach so, Ungeheuer werden von den Türmen angezogen wie Motten vom Licht. Sei also vorsichtig. Hast du irgendwelche... Dank einer speziellen Brille kannst du nun von überall Kämpfe im virtuellen Raum bestreiten. Ein Kampfsimulator für unterwegs. Ich habe dafür ein von Shinra eingesetztes Trainingsmodul nach meinen Vorstellungen modifiziert. Ich füttere den Simulator mit Daten aus deinen Kämpfen, sodass er immer auf dem allerneuesten Stand ist. Geplant ist außerdem noch eine Analyse regionaler Mythen. Auf diese Weise gedenke ich, Esper zu simulieren. Bei einer Esper aus den Graslanden ist mir das sogar schon gelungen. Und zwar dem legendären Titan. Seine Simulation kannst du bereits ausprobieren. Fordere ihn doch mal heraus. Hast du irgendwelche... Welche Aufgabe möchtest du besprechen? Nee, gibt da einiges zu tun hier. An einigen Orten durchbricht der Lebensstrom die Oberfläche und bildet Lebensquellen. Die Menge an Mako, die dort fließt, ist gering. Deshalb sind diese Orte für Shinra nicht von Interesse. Aber für uns sind sie ein Geschenk des Planeten. Die Untersuchung dieser Lebensquellen eröffnet uns nämlich wertvolles Wissen. Hast du noch mehr Fragen zu den... Es gibt Wesen, die durch Anpassung an ihre Umgebung so weit mutiert sind, dass sie nun eine Bedrohung darstellen. Ich möchte, dass du sie findest, bekämpfst und dabei Daten über sie sammelst. Hast du noch mehr Fragen? Es gibt geheime Orte, an denen sich Fragmente planetarischen Wissens zu Kristallen verdichtet haben. Das in ihnen eingeschlossene Wissen ist vielfältig. Doch was mich am meisten interessiert, sind die Esper. Durch die Analyse der Kristalle und die Extrahierung ihrer Daten ist es mir möglich, unsere Beschwörermateria weiter zu verstärken. Hast du noch mehr Fragen? Auf diese Frage habe ich gewartet, Cloud. Ich habe vorhin einige seltsame Energiewerte gemessen. Meiner Vermutung nach werden sie von Relikten aus der Vergangenheit verursacht. Um was es sich genau handelt, kann ich nicht sagen. Daher sollten wir vorsichtig sein. Ich habe mir auch einen Namen für diese Art von Relikten ausgedacht. Protosubstanz. Gut, nicht? Als Namenspate fühle ich mich den Relikten gleich noch mehr verbunden. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn du mir bei der Suche und der Analyse der Protosubstanzen helfen würdest. Hast du noch mehr? Hast du irgendwelche Fragen zu... Gut, dann lass uns keine... Durch die Aktivierung des Turms habe ich bereits einige Informationen über die Graslande erhalten. Diese Daten kann ich nun zur Entwicklung einer Materia verwenden. Und du darfst wählen, welche. Okay, das ist doch cool. Was? Glut und Frost. Automagie. Morphen. Ermöglicht den Einsatz der fertig gemorphen, verwandelt den Gegner in einen Gegenstand.
Auch ganz cool eigentlich. Ich nehme Glutefrost, komm her damit. Das nehmen wir auch, Automagie. Ja, komm, passt schon. Also dann, das passt schon. Ich wünsche dir viel Spaß auf deiner Reise. Danke, Chatley. Ich werde dich natürlich nach Kräften unterstützen. Sag Bescheid, wenn du meine Hilfe brauchst. Naja, ist ja gut. Wer ist das denn? So, mit dem Kampfsimulator kannst du dich zahlreichen virtuellen Kämpfen stellen. Erfülle die entsprechenden Kampfaufträge für Chatley, damit dieser aus den gewonnenen Daten neue Kampfprogramme für den Simulator entwickeln kann. Spezielle Esper-Kämpfe, die dir bei einem Sieg eine Beschwörer-Materia für die entsprechende Esper bescheren, werden automatisch hinzugefügt, wenn du eine neue Region betrittst. Sprich mit Chatley, wenn du ihn triffst, um Zugriff auf den Kampfsimulator zu haben. Ja, was sollen wir eigentlich machen, oder? Wenn wir dadurch den Esper-Titan bekommen, dann müssen wir es eigentlich machen, ne? Ja, ist klar. Wohl klar. Ich konnte Titan, den mythischen Koloss der Graslande, erfolgreich im Kampfsimulator reproduzieren. Bitte hilf mir dabei, die Kampfdaten zu sammeln, damit wir die Beschwörermateria erzeugen können. Yes, yes, yes. Wow, was? Junge, was ist denn hier los, ey? Obwohl, so viel ist es doch nicht. Die grünen Sachen sind wahrscheinlich schon abgehakt, oder? Würde ich schätzen. Nee, das ist. Ah, nee, das ist einfach nur Tutorials. Ah, okay. Gut. Titan. Bei erfolgreichem Abschluss eines Esper-Kampfs im Kampfsimulator erhältst du die Beschwörermaterie des besiegten Esper. Falls sich der Schwierigkeitsgrad als zu hoch herausstellen sollte, hast du die Möglichkeit, die Esper-Kristalle jeder Region zu analysieren und die Esper im Kampfsimulator auf diese Weise zu schwächen. Die Esper-Kristalle jeder Region. Ach, und die sehen so aus, sowas. Ach so, dafür ist diese Markierung. Aha. Okay. Ich kann's ja mal probieren trotzdem, oder? Ich probier's einmal, komm. Komm, was soll das, oder? Ja, wir machen's. Vielleicht krieg ich ja voll auf die Schnauze. Und dann war's es. Holy moly, ey. Holy moly, ey. Alter Schwede. Gut, das war's dann auch schon, oder was? Ja. Warum habe ich jetzt unten bei Kommando so einen roten Punkt? Okay, das war's auch schon. Tut mir leid. Ich habe nicht aufgepasst. Das hängt nicht so nah. Ja, wir machen gar keinen Schaden. Seht ihr das? Auf jeden Fall. Ja. Ich hätte mich aber auch jetzt gewundert, hätten wir irgendeine Chance gehabt. Das hätte mich gewundert, ja. Vier Schaden. Na, ja. Zack, nimm das Haar. Ja. Kann man das abbrechen? Macht keinen Sinn. Dann müssen wir erstmal die Kristalle finden, um ihn zu schwächen. Das ist ja wirklich erbärmlich gewesen. Das ist ja wirklich erbärmlich gewesen, ja, ja. Komm. Es hätte mich aber auch wirklich gewundert, hätten wir so schnell direkt eine neue Esper bekommen. Es handelt sich ja nur um eine Simulation. Ja, ja, man kann ist ja es gut. Immer wieder versuchen. Materienentwicklung. Es gibt noch viele weitere Türme. Ja, es gibt noch viele weitere Türme zu entdecken. Willst du die suchen, Cloud? Wäre doch voll cool, oder? Das müssen wir später nochmal machen. Oh, oh, wartet. Schön hier interagieren mit den Leuten. Na, komm, warum geht das nicht? Hallo? Red, bist du am Pennen hier mitten auf dem Weg? Oder im Weg? Was soll das? Na gut, dann nicht. Warum kann ich nicht mit denen interagieren, ey? Gutes Timing. Hiko ist gesattelt und gestriegelt. Hier, bitte.
Mit dieser Pfeife lassen sich Chocobos rufen. Deinen Chocobo rufen. Beim Erkunden der Welt kannst du deinen Chocobo mit R1 zu dir rufen. In Städten und bestimmten anderen Gebieten funktioniert dies nicht. Um in einer Region reiten zu können, musst du dort allerdings erstmal einen Chocobo fangen. Gibt es hier jemanden, der noch nie geritten ist? Ja, ich! In dem Fall sollten wir erst auf unserer Übungsstrecke trainieren. Ich führe euch hin. Naja, natürlich. Geil, hat sie wieder neu aufgebaut und wir machen hier wieder alles kaputt. Goldfedern. Das lassen wir mal so. Wenn du die Ausrüstung deines Chocobos wechseln möchtest, kannst du das in der Chocobox dort tun. Okay. Das ist die Chocobox, oder? Ja, wir wechseln hier mal kurz die Ausrüstung. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Stolz steht er da. Guckt euch das an. Wahnsinn, oder? Halten wir unsere Chocobos für die Rennen topfit. Was für Rennen? Die Chocobo-Rennen, die im Gold Saucer veranstaltet werden. Farmen aus aller Welt nehmen daran teil. Und ihr seid auch mit dabei? Seit meine Eltern uns verlassen haben, nicht mehr. Aber das wird sich schon bald ändern. Ich habe dann nämlich noch eine Rechnung mit jemandem offen. Naja, aber noch ist es nicht so weit. Zunächst müsst ihr lernen, nicht aus dem Sattel zu purzeln. Also, schnappt euch einen Chocobo und meldet euch dann bei mir. Soweit, so gut. Dann dreh doch gleich mal eine Runde. Dein Können im Sattel kannst du in Zeitrennen bei Galopp de Chocobo auf die Probe stellen. Passiere die Zielpfähle auf dem Farmgelände der Reihe nach und so schnell wie du kannst. Galoppieren, springen. Wenn du beim Galoppieren erneut R2 drückst, kannst du sprinten. Okay, gut. Alles klar. Man kriegt sogar Preise. Okay. Au! Gott, direkt verkackt, ey, wie schlecht. Ich muss es nochmal machen, das war keine Profizeit. Oh Mann, Alter. Weil ich da gegen den Pfahl gelatscht bin mit dem. Pico und du seid ein tolles Gespann. Ja. In der Form habt ihr gute Chancen, ein Rennen zu gewinnen. Vielen Dank für deine Hilfe. Oh, da fällt mir ein, ihr seid doch knapp bei Kasse, oder? In Calm könnt ihr euch sicher noch etwas hinzuverdienen. Da Shinra sich verzogen hat, kann man wieder gefahrlos hin. Schaut doch mal vorbei. Ach ja, könntet ihr vielleicht vorher noch mit meiner Schwester sprechen? Irgendwas beschäftigt sie ziemlich, aber sie will mir nicht sagen, was es ist. Seit Mama weg ist, ist sie immer so niedergeschlagen. Sie hat sie sehr geliebt. Willst du deine Dienste anbieten? Dafür ist keine Zeit. Wer reist, braucht aber Geld. Ach komm, wer alles kann, packt doch gern mit an. Alleskönner-Aufträge. Cloud kümmert sich als Alleskönner prinzipiell um jeden Auftrag, der ihm lukrativ erscheint. Öffne mit Touchpad die Karte und sieh dort unter Aufträge nach, was es gerade für dich zu tun gibt. Die Aufträge und die Hauptstory gibt es Stufenempfehlungen, die du auf der Karte unter Story und Aufträge einsehen kannst. In Gaststätten oder auf Dorfplätzen finden sich schwarze Bretter, an denen Aushänge mit Jobs für den Alleskönner hängen.
Wenn du einen Auftrag am schwarzen Brett annimmst, wird der Aufenthaltsort des Auftraggebers auf deiner Karte markiert. Das Erledigen von Aufträgen mit deinen Gefährten bringt dir nicht nur Belohnung ein, sondern stärkt auch die Verbundenheit zu deinen Mitstreitern und steigert die Gruppenstufe. Ja, gut, okay, das ist ein starkes Argument. Das ist ein starkes Argument. Zu freischaltenden Wegepunkten wie Städten, Schokobo-Haltestellen und aktivierten Funktürmen kannst du dich jederzeit per Schnellreise teleportieren. Ruf die Karte auf, blablabla. Wenn die ganze Welt verstreut, findet sich Schokobo-Haltestellen, die derzeit außer Betrieb sind. Reaktiviere sie, indem du ihr Schild wieder aufstellst. Die Schnellreisen zu den Schokobo-Haltestellen in den einzelnen Regionen steht jetzt erst zur Verfügung, wenn du dort jeweils einen Schokobo holen kannst. Okay. Die Strecke steht zur freien Verfügung. Ich mach das nochmal eben ganz kurz vor dem End, damit es abgeschlossen ist. Wisst ihr? Ihr kennt das. Mehr. Okay, gut. Okay. So, alles können Aufträge. Okay, gut, dann gehen wir nochmal zu der Schwester. Mal schauen, was sie genau will. Oh, hallo Cloud! Klang so, als könntest du Hilfe gebrauchen. Ach so? Hat dir das mein Bruder erzählt? Ich möchte ein paar Blümchen pflücken, aber wegen der vielen Ungeheuer ist das zu gefährlich. Als Blumenliebhaberin kann ich deinen Kummer nur allzu gut verstehen. Ich brauche die Blumen, um so etwas zu basteln. So einen hat Mama oft für uns angefertigt. Darum wollte ich das auch mal versuchen, aber bei so vielen Ungeheuern traue ich mich nicht zur Blumenwiese. Sag mal, wäre es okay für dich, wenn wir sie pflücken gehen? Na klar! Was meinst du, Cloud? Sie sind gestorben, als ich noch ein ganz kleines Kind war. Es soll wohl ein Unfall gewesen sein. Oh nein. Wir waren oft mit der ganzen Familie picknicken. Nach dem Essen hat Mama uns immer Blumenkränze geflochten. Die waren so wunderschön. Mein Bruder sagt, Sam sei schuld daran, dass Mama und Papa gestorben sind. Aber er will mir nicht verraten, was genau passiert ist. Es soll eine Überraschung werden. Für meinen Bruder. Seit Mama und Papa nicht mehr da sind, arbeitet er immer so viel. Natürlich. Das bleibt unser Geheimnis. Ehrensache. Das würdet ihr für mich tun? Die Blumen blühen auf einem Hügel, von dem aus man Midgar sehen kann. Es ist etwas weit von hier, aber auf einem Chocobo kommt man schnell hin. Vielen, vielen Dank. Okay. Ja. Ja, komm. Wo soll es sein von hier aus? Wird es anders sein? Warte mal, was ist das denn hier überhaupt? Jagd? Analyse? Beistand? Aktivierung Funkturm. Und was ist das hier? Feldforschung, Wachtürme an der Küste. Stufe 17. Stufe 17. Ach, da war noch ein Turm. Habe ich gar nicht gesehen. Stufe 18 wird da empfohlen. Okay. So, Aufträge. Begib dich zur Blumenwiese, um Blumen für den Blumenkranz zu pflücken. Wow. Wow. Was? 2000 Meter entfernt? What the fuck? Warum wird es denn nicht... Doch, es wird auf der Map angezeigt. Es ist einfach hier... Es ist einfach komplett hier hinten. Ach du Scheiße, Mann. Ja. Ja. Ich weiß ja nicht, ob wir das jetzt machen sollten, ne? Denn ehrlich gesagt, jetzt eigentlich auch keine Lust da hin zu latschen. Oh Gott, diese Anzeige ist oben aber auch schon wieder vollgeklatscht. Bisschen geht nicht mehr. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Was will er denn jetzt? Will er irgendwas? Nö.
Ihr seid doch auf dem Weg Richtung Sümpfe, ja, nicht wahr? Genau, das ist der Plan. Ich habe vorhin unsere Schilder überprüft. Und da habe ich gesehen, wie so ein paar Typen in schwarzen Umhängen in die Sümpfe getorkelt sind. Einfach so zu Fuß. Schwarze Umhänge? Ohne einen Chocobo ist das viel zu gefährlich, habe ich ihnen noch zugerufen. Aber sie sind einfach weitergegangen. So wird der Midgard-Sommer sie jedenfalls ganz sicher erwischen. Falls ihr sie unterwegs entdeckt, schickt sie doch bitte zu mir auf die Farm. Okay, ich überlege gerade, wer das sein könnte. Ich komme immer mit den Namen durcheinander. Tusk? Tusk hießen die, oder? Ja. Meint ihr, das könnte es sein? Oh, die haben dran gedacht, dass man das vom Chocobo aus machen kann. Sehr gut. Schatzsuche mit Chocobos. Es scheint über dem Kopf eines Chocobos das Symbol Fragezeichen. Bedeutet das, dass ein Hase in der Nähe einen Gegenstand vergraben hat? Finde ihn mit Hilfe des Geruchssinns deines Chocobos. Halte Steuerkreuz nach oben gedrückt, um dein Chocobo schnüffeln zu lassen, und neige rechten Stick, um die Richtung festzulegen. Wenn dein Chocobo die richtige Richtung erschnüffelt hat, wird eine Spur sichtbar. Folge ihr, um zu der Stelle zu gelangen, wo etwas vergraben liegt. Dort kannst du einen Schatz, deinen Schatz, mit Steuerkreuz nach unten ausgraben. Okay. Hm? Aha. Nochmal schnuffeln. Oder ist es hier vorne direkt? Ah, tatsächlich, okay. Ja, super gemacht. PlayArts Action Modell Sitzbank. Was? Ja? Ich muss unbedingt die Dings oder suchen, ne? Aktualisieren. Die ganze Ausrüstung, ja. Ich hab das immer noch nicht gemacht. Warum ist da unten jetzt das rote Ding? Weil einer der Angriffe verstärkt ist jetzt? Durch die Stärkepunkte da? Oder was? Oder warum wird das da rot angezeigt? Und jetzt! Warum bin ich eigentlich so verletzt, ey? Na dann. Ich dachte, ich werde zwischendurch auch mal automatisch geheilt, wenn ich irgendwie eine Mission abschließe oder so. Ne, gar nichts. Oh mein Gott! Steine Schokobo-Küken! Unterwegs werden dir immer wieder freundliche Tiere begegnen. Folge den kleinen Helfern, die den Weg zeigen. Zum Beispiel sind streunende Schokobo-Küken ein sicheres Zeichen dafür, dass sich eine Schokobo-Haltestelle in der Nähe befindet. Hefte dich an ihre Fersen. Oh mein Gott! So cute! Ist wirklich süß. Was hat er da am Po, Alter? Hat er so eine halbe Nussschale oder was? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Farb ausgezeichnet. Nice. Level up. Wir haben's geschafft. Kleines Schokobo-Küken. Ja. Ach so, gedrückt halten oder was? Ah ja, okay. Süß. Und wir kriegen eine goldene Feder. Ey, nice. Oh mein Gott, ist der süß! Süß. Oh, jetzt putzt er sich noch. Gut. Okay. Können wir uns auch einmal ganz kurz ausruhen. Bänke an der Haltestelle.
In Republikzeiten wurden viele Schoko-Haltestellen für Schokobo-Kutschen errichtet, die inzwischen jedoch dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen sind. Setze sie wieder in Stand, um deiner Karte neue Schnellreiseziele hinzuzufügen. Das ist. Ach so, zwar sehen die hier wie vorne, Wenke, nicht gerade ein Land aus, doch wenn du ein Kissen benutzt, kannst du deine TP und MP vollständig heilen. Aha. Okay, Schnellreise stehen aber erst zur Verfügung, wenn du einen zum Reiten hast, ein Schoko. Nee. Oder? Oder doch, komm. Nein! Also ja, klar, aber ich wollte jetzt die Bank. Aber da passt niemand auf das Kleine, oder was? Was soll denn das? Das ist doch kein Kissen, Alter. Sitzkissen, ja, gut, aber eher. Ja, egal. Es schläft auch. Oh Gott, wie süß kann's noch werden? So, okay. Hui. Ja, Junge, geil. Hör auf mit der Scheiße, Mensch. Kein Problem. Analysieren. Ich hab noch gar nicht geguckt, ey. Vielleicht gibt's da sogar eine Trophäe wieder. Sehr gut. Und tschüss. Das war's dann. Das wäre geschafft. Okay. Ja, ist jetzt die Frage, ist das jetzt hier der beste Weg dorthin, oder? Was war das denn? Was war das denn? Da hat doch irgendwas geleuchtet gerade. Ah, da. Was ist das? Eine nach dem anderen. Was ist das gewesen, ey? Das war's. Keine Chance. Keine Chance. Und tschüss. Weiter geht's. Okay. Irgendwas will es mir ja zeigen, ne? Es hört sich an wie eine Eule, es sieht aber nicht aus wie eine Eule. Oh! Xenocloud, du bist auf eine Lebensquelle gestoßen. Du solltest hier unbedingt einen Scan durchführen. Indem du aus dem Wissensschatz des Planeten schöpfst, kannst du mehr über diesen Ort erfahren. An Lebensquellen kannst du Analysen zum unterirdisch verlaufenden Lebensstrom durchführen. Auf diese Weise erlangst du Wissen über die umliegenden Orte. Wenn du dem Ruf einer Quelleneule folgst, wird sie dich bestimmt zu einer Lebensquelle führen, wo sie ihr Nest hat. Das ist Sorry. Doch eine Lebensquelle. Ja, das ist es. Durch Analyse der Lebensquelle kann das Wissen des Lebensstroms entschlüsselt und in Regionsberichten festgehalten werden. Du kannst diese Regionsberichte über Touchpad-Weltberichte einsehen. Ja, okay, gut.
einige neue Informationen. Quellen des Lebensstroms sowie diese existieren an vielen Orten. Die Menge an Mako, die dort fließt, ist gering. Daher sind sie für Shinra nicht von Wert. Aber uns liefern sie unschätzbar wichtige Informationen. Hoffentlich findest du noch viele weitere von ihnen. Okay. Ja, also erinnert so ein bisschen, wie du darauf aufmerksam gemacht wirst, mich jetzt so im ersten Augenblick. So ein bisschen an Ghost of Tsushima, weißt du? Aber dieses Klettern dauert ja Ewigkeit, ne? Spring doch einfach runter, sei doch mal einmal cool, weißt du, Cloud? Ja, wirklich. Ja, ich habe da ein bisschen mehr erwartet von dir, ehrlich gesagt. Wie kommt man denn am besten jetzt in den Sumpf? Ey, welchen Weg soll ich denn nehmen am besten? Hier vorne am besten, oder? Ja, erstmal zur Anlegestelle wieder. Schnellere, so machen wir mal eben. So, weil ich will ganz gerne. Nochmal hier durchgehen, weil ich schätze mal, wir haben bald einen Bossfight gegen den. Den hätte ich schon ganz gerne noch im Part. Das wäre doch ganz geil, oder? Aber was ist das da? Ja. Also, ich bin ja nicht überzeugt. Sümpfe können schließlich bodenlos sein. Das ist doch bestimmt, um den Titan schwächer zu machen, oder? Hast du in der Nähe schon hübsche Erzgesteine entdeckt? Man nennt sie Leitsteine. Sie führen Wanderer zu einem Schrein in der Nähe, der für eine Esper errichtet wurde. Man muss einen Leitstein zerstören, um sein Licht freizusetzen. Zögere also nicht, ihn kaputt zu machen, sobald du einen von ihnen entdeckst. Folge seinem Licht. Es wird dich zum Schrein einer Esper führen. Sie existieren an den verschiedensten Orten. In den Schreinen sollen sich riesige Kristalle befinden. In ihnen ist das Wissen über die jeweilige Esper gespeichert. Die Untersuchung dieser Heiligtümer kann bei der Verstärkung der Beschwörermaterie helfen. Ich hoffe, du findest sie. Okay, cool. Okay. In den Marslanden soll es einen Schrein für Titan geben. Als Titan nach langer Zeit der Versiegelung unter der Erde erwachte, hatte das ein gewaltiges Erdbeben zur Folge. Große Landmassen erhoben sich aus dem Meer und formten die Graslande, wie wir sie heute kennen. So wie das aussieht, wie Red auf dem Schokobo redet, ey. Das ist. Oh Mann, ey. So, glaub, ein bisschen schneller klettern würde schon gehen, glaube ich, bei dir, oder? Was meinst du? Mann, das dauert, ey. Okay, wo ist das Licht jetzt? Da, ne. Doch, da geht's auf jeden Fall lang. In den Esper-Schreinen schlummert das Wissen über die jeweilige Esper in Kristallform. Durch die Analyse dieser Kristalle kann die dazugehörige Beschwörermaterie verbessert werden. Um einen Esper-Schrein zu finden, solltest du dich an den Leitsteinen orientieren. Wenn du einen von ihnen zerbrichst, wird sein Licht dir den Weg weisen. Wenn du einen Esper-Kristall untersuchst, öffnet sich die Esper-Kristall-Matrix. Schau sie dir genau an und merke dir, wann du welche Tasten drücken musst. Oh Gott. Ernsthaft jetzt? Diese Matrix verschwindet, sobald du mit der Analyse beginnst. Drücke aus dem Gedächtnis heraus die wichtigsten Tasten zum richtigen Zeitpunkt, die richtigen Tasten, um die Daten des Kristalls erfolgreich zu extrahieren. Gelingt dir das, wird die Esper im Kampfsimulator geschwächt. Oh mein Gott. Dein Ernst jetzt, Alter? Was soll sowas, Mann? Gott, ich verkack's bestimmt. Scheiße, Mann.
was wir jetzt schon nicht merken. War doch okay, oder? Yeah! Ich muss aber sagen, das Titan-Design hier... oder? Ich weiß nicht. Ist jetzt nicht unbedingt meins. Ich muss es mir aber nochmal genauer anschauen. Die Analyse des Kristalls war erfolgreich. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörermaterie der Esper verstärken. Sehr gut. Okay. Hätten wir das auch erlegt. Also ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich jetzt so bei den ersten Malen, wenn du sowas machst, noch sehr behäbig ist, sehr langsam ist, weil dieses Analysieren, dann labert er dich voll, dann ist wieder irgendeine Sache, dann labert er dich wieder nochmal voll. Ich denke mal, das wird bei den ersten Sachen so sein, ne? Weil man merkt schon hier, jede Sache wird schon wieder doppelt und fünffach erklärt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, manchmal ist es auch bei mir ganz gut, ja, wenn ich wieder meinen verpeilten Moment habe, dann ist es vielleicht ganz gut, dass es doppelt und dreifach erklärt wird. Jetzt will ich nur mal ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Kann man hier irgendwo runter oder so? Kann man mit ihm runterspringen? Das ist Pico, der schafft das, der ist mutig. Nee, geht anscheinend nicht. Also heißt es wieder, ich muss so elendig langsam runterklettern. Oh Gott. Das ist eine Sache, ey, bitte, mach das weg, dass es schneller geht. Das ist ja übertrieben geil. Nee. Ich will halt nur ein bisschen schneller unterwegs sein. Das ist Cloud. Man hat ihn schon gesehen, wie der aus 20 Meter Höhe irgendwie runterspringt und Flickflack macht und dann einfach landet, weißt du, ohne Probleme. Ich hab's schon gesehen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Warte mal, bin ich jetzt hier richtig, ne? Kann man hier so durch, ja? Denke mal schon. Esper erkunden. Da waren wir ja gerade eben, wa? Was ist das hier? Quelle im Sumpf. Da waren wir auch. Okay. Guck dir Red an. Guck dich das an, ey. Das sieht so komisch aus, ey. Oder wenn ihr jetzt noch am Start seid, schreibt doch gerne mal in die Kommentare Sumpfmonster, damit ich weiß, dass ihr noch dabei seid, Freunde. Na? Ach, das ist sogar direkt hier. Perfekt. Ja, komm, das ist doch direkt vor deiner Nase. Sehr gut, und was ist es? Hier, yeah, da liegt der Hase im Pfeffer. Ey, da haben sie aber wieder richtig Spaß gehabt, wa? Die deutschen Übersetzer. Oh, finde ich cool, Mann. Warte mal, da oben ist da auch bestimmt was, oder? Warte mal, eben. Was ist denn hier los, ey? Nein. Aha. Sehr cool. Ich bin doch ausgewichen, aber es interessiert ihn nicht. Hallo. Ja, cool. Hier kommt Baron. Sag mal, was soll die Scheiße eigentlich? Was erlauben die sich? Also hier gibt es auch drei Schätze. Ja,
Ogerarmreif. Wo will der mich hinführen, ne? Zu der Quelle, aber hier unten. Halt hier, ist halt die Frage, wo ist die dritte Kiste jetzt? Da unten. Da unten ist sie, okay. Dann holen wir erstmal die Quelle. Hier zum Beispiel hätte er doch easy runterspringen können, ne? Oh, die Musik, ey. Ja, damit. Ja, damit. Analysieren. Müssen wir aber trotzdem noch mal einmal ganz kurz hoch. Und ja, man hat jetzt gemerkt, ging schneller. So, er hat sich jetzt nur gemeldet, weil wir irgendwas freigeschaltet haben noch zusätzlich. Wie gesagt, ich denke mal, das wird alles noch ein bisschen schneller von Hand gehen. Ne? Es ist bisher sehr ein sehr behäbiges Tempo. Deswegen, aber ich denke mal, es wird alles. Man, es ist ja auch alles noch am Anfang. Weißt du? Das ist ja auch so der Punkt. Wir sind ja, wenn das Spiel jetzt wirklich 40, 50 Stunden geht, dann sind wir einfach noch quasi am Anfang. So. Sehr gut. Okay. Jetzt lass aber trotzdem nochmal schauen. Guck mal, sind die. Guck mal, die sind schon wieder neu gespawnt, ey, wie schnell das geht. Jetzt lass aber trotzdem einmal ganz kurz. Schauen, ob wir vielleicht nochmal gegen die Schlange kämpfen können. Und vor allem, ob es die richtige Seite ist. Wie kommen wir hier durch jetzt? Oh, mach keinen Scheiß jetzt bitte. Das sieht nach der falschen Seite aus, oder komme ich hier hin irgendwie lang? Ne. Ach, Leute. Okay, na gut, egal, wir haben die Quelle entdeckt. Diesen wunderschönen Baum haben wir auch entdeckt. Oder ist hier vielleicht doch ein Weg? Segen des Planeten. So, okay, wir müssen noch weiter rum. Da vorne.
Da ist Zephyros. Wirklich? Kommt schon. Okay, das sind doch wieder die, wie heißen die? Mäuren? Ne, wie hieß denn der? Ne, das waren diese Geistertypen, ne? Ne. Mann, ich und Namen, Alter, ich kann mir doch nicht alles merken, ne? Zack, zack, Junge! Let's go! So sieht's aus, ne? Komm, zeig dich, ey. Komm, du feige Sau, ey. Ausgezeichnet. Der Feind ist geschwächt. Keine große Sache. Was ist denn hier los, ey? I'm a material girl, der Junge. Ey, das ist ja mega, ey. Ohne Witz, die Trophäen haben alleine. Alleine dafür schon. Respekt. Sehr cool, Mann. Sehr cool, ey. Hatten ja richtig Spaß. Hatten ja richtig. Alleine nur schon die Trophäennamen auszudenken. Also sich auszudenken, das ist schon ganz cool. Einmal Materia, Girl. Da liegt der Hase im Pfeffer. Und was hatten wir noch alles? Der Jäger des verlorenen Schatzes und so. Die Andeutung. Ach, cool, Mann. Also, ich sehe keinen Zephyros. Ich auch nicht. Den sehen die denn auch nicht, oder was? Ne, den sieht nur er. Tja. Tja, ich... Schwarzkutte. Reunion? Ja, ja. Dann los. Sehen die das nicht? Was ist hier los? Hey, wo wollt ihr denn jetzt hin? Sich als Insel getarnt. Danke, das sehen wir selbst. Passt auf. Ja, mega, die Insel voll. Au, oh, Gottes Willen. Ich bin sowieso schon so angeschlagen. Oh, Mann, ey. Ich muss das beenden. Du dumme Sau, du, ey. Halt dich. Ja, natürlich. Stabil. Ich hab nicht aufgepasst. Ja, ich auch nicht. Alter Schwede, sind wir überhaupt schon bereit genug? Da geht noch was. Dreh mir den Spieß um. Aus dem Weg. Also Schaden machen wir jetzt auch nicht unbedingt, oder? Das tut weh! Ich sag mal, was ist denn hier los, Alter? Das tut weh! Wer ist nicht um? Ich seh. Sag mal, Cloud, willst du mal kämpfen? Was ist denn hier los, Mann? Jetzt mal ernsthaft. Ein Barrett Spezial! Ja, wir können eigentlich nur hoffen, dass wir beschwören können gleich. Oder? Blocken, 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 blocken. Offiziell!
Nimm das! Los, gib alles! Kannst du das machen? Heilige Scheiße, was ist hier los, Alter? Ich glaube, ich bin viel zu schwach, Alter. Los geht's! Ey, das ist doch... Ey, Leute, jetzt mal Real Talk. Was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Was ist das für eine Scheiße? Da fliegen die Augen aus dem Schädel. Scheiße. So, jetzt schön auf die Rübe. Ich glaube, ich habe gar keine Chance gegen den, ehrlich gesagt. Da, so. Da geht noch was. Oh, ey, das ist natürlich scheiße, wenn du gerade deinen Move machst und dann auf die Schnauze bekommst. Oh, scheiße. Wie kommt man jetzt hier raus, ey? Ist ja alles voller Gift oder was? Ja, das ist halt natürlich auch scheiße jetzt gerade. Ich hab geblockt! Ich hab sogar geblockt und trotzdem so viel Schaden bekommen. Ah, oh, cool. Cloud ist schon wieder down. Ja, ich glaube. Was ist denn hier los, Alter? Das ist ja ekelhaft, wie ich auf die Schnauze bekomme. Oh Gott, da schieße ich auch noch alles gegen den Baum, ey. Oh, das ist ja traurig. Tot. Ich werde dich rächen! Verzieh dich! Ich glaube, das Spiel will mir erklären, ich sollte noch mehr leveln. Und noch mehr Nebenmissionen machen. Oh Gott, hätte ich einfach mal gespeichert. Hätte ich einfach mal gespeichert, wirklich. Ohne Witz. Ich glaube, ich habe gar keine Chance gegen ihn, ehrlich gesagt. Würde ich sie erst behaupten, oder? Was meint ihr? Ich guck mal, Kontrollpunkt, wo der mich rausschmeißt. Ach du Scheiße, Leute. Ach du Scheiße. Er hat mich hier rausgeschmissen. Ich muss alles nochmal machen. Ich muss alles nochmal machen. Er hat mich jetzt hier rausgeschmissen. Gut. Freunde. Ja, Kampfbeginn hätte ja nichts gemacht. Ich, keine Ahnung, warte mal. Ich mach eine Sache ganz kurz gucken. Level 19. Scheiße, Alter. Ich hab nicht drauf geachtet, ja. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich meine, ich hab's im Kampf jetzt gemerkt. Gar keine Chance, gar keine Chance. Ich hab fast gar keinen Schaden gemacht. Und, jeder Angriff irgendwie die Hälfte meiner Lebensleiste komplett weg direkt. Das ist natürlich miese. Miese Scheiße jetzt gerade. Gut, ich werde es euch natürlich ersparen, ist ja klar. Das heißt aber, jetzt ist der Part auch vorbei, weil meine Stimmung ist im Keller. Und ja, ich muss das nochmal alles... oh Gott, die ganzen Quellen nochmal finden und so. Oh Gott, ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr. Okay, ich muss mir angewöhnen, öfters zu speichern. Scheißdreck. Gerade wenn ich weiß, da kommt ein Boss halt. Und gerade wenn ich weiß, ey, du hast nicht genau geguckt, welches Level wird dir empfohlen. Okay, du bist zu schwach. Du hast auch deine Ausrüstung nicht mal angepasst. Was denkst du, wer du bist? Was denkst du, wer du bist? Du bist tot! Keine Chance! Gut, Freunde, lasst mir gerne ein bisschen Liebe da. Ich werde es auf jeden Fall bis dahin alles neu spielen und wahrscheinlich ein, zwei Nebenmissionen noch machen. So. Damit ich ready bin für den nächsten Part. Lasst mir gerne ein bisschen Liebe da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und natürlich auch motivieren, würde mich das auch. Ja, ist klar. Und man hört sich auf jeden Fall. Haut rein und tschüss.